Hallo, ich heiße Bejan Krümberg. Ich bin 21 Jahre alt. Ich arbeite seit 3 Jahren hier bei Gemeinde Weinhorst. Ich war erst bei HO. Hallo, mein Name ist Benno Bürs. Ich arbeite in der Abteilung Arbeit inklusiv von den Osnabrücker Werkstätten und begleite Bernd auf seinem ausgelagerten Arbeitsplatz. Zunächst hat Bernd den Berufsbildungsbereich innerhalb der Osnabrücker Werkstätten absolviert. Währenddessen hat er bereits ein Praktikum beim Baubetriebshof in Weinhorst absolviert. Hier waren sie so gut mit seinen Leistungen zufrieden, dass sie ihn gleich auf einen ausgelagerten Arbeitsplatz übernommen haben. Bernd ist einer von über 100 Teilnehmenden, die Möglichkeit wahrnehmen, außerhalb der Osnabrücker Werkstätten auf ausgelagerten Arbeitsmöglichkeiten tätig zu sein. Ich bin Job Nölker, ich bin der Vorarbeiter von Bernd. Ich arbeite jetzt seit 1,5 Jahren mit ihm zusammen. Also ich kann zu Bernd sagen, er ist ein super netter Kollege. Das, was man ihm sagt, klappt gut. Einiges muss er natürlich noch lernen, aber da werden wir ihm bei helfen. Wir haben mehrere Truppen, also Bernd wird unterschiedlich eingesetzt. Zum Beispiel bei den Hausmeistern, die unterstützt er. Dann unterstützt er uns bei den Gartenarbeiten. Reinigungsarbeiten in der Gemeinde macht er mit. Ich mag das ganz gerne, hier zu arbeiten, weil ich bin nah dran. Ne? Von meinem Zuhause komme ich hier dann hin mit dem Fahrrad. Das ist echt mega cool, hier zu arbeiten. Hallo, ich bin Birgit Kenning, ich bin Integrationsbegleiterin bei Arbeit inklusiv und ich begleite Katharina auf ihren Arbeitsplatz. Katharina arbeitet mittlerweile in einer Großküche, ist gestartet bei uns in den Osnabrücker Werkstätten. Im Küchenbereich wurde sie zunächst qualifiziert und hat sich dann auf eine Stellenausschreibung beworben. Ja, und jetzt arbeitet sie hier. Begonnen hat sie mit einem Praktikum und mittlerweile arbeitet sie hier fest im Team. Die Küche kocht für Kindergärten und für Wohneinrichtungen. Das heißt, auch am Wochenende wird gearbeitet und Katharina steht fest mit im Dienstplan. Katharina arbeitet seit mittlerweile 4 Monaten hier. Jetzt als nächsten Schritt gehen wir an, dass sie sozialversicherungspflichtig übernommen wird. Ja, hallo, ich bin André Glasmeier. Ich arbeite bei den Osnabrücker Werkstätten und arbeite in einem ausgelagerten Arbeitsplatz bei Abermann. Und ich bin zu den Osnabrücker Werkstätten gekommen, weil ich früher einen Arbeitsunfall gehabt habe und meinen damals erlernten Beruf nachgehen kann. Hier bei Avermann bin ich im Lager tätig und meine Aufgaben sind sehr vielfältig. Also ich bin dafür zuständig, dass die Regale vollgefüllt sind. Und ich bin ab und zu vor dem PC und suche da irgendwelche Lagerorte, um die Teile zu finden, die kommissioniert werden müssen. Und ich betreue auch die Baugruppen, dass sie Material kriegen, was sie verbaut werden müssen. Und also das ist die Arbeit im Groben, die ich hier mache, aber sie ist noch eine ganze Ecke vielfältiger und macht mir Spaß. Ja, und ich habe jetzt bei den Osnabrücker Werkstätten eine zweite Ausbildung gemacht als Handwerksgehilfen. Und ich bin jetzt seit einem Jahr hier im Lager bei Avermann tätig und die Ausbildung, die hat mir super geholfen. Also ich weiß ganz, ganz viele Fachbegriffe jetzt mehr, die ich vorher nicht wusste und das hilft mir hier bei der Lagerarbeit. Und ich möchte hier auch gerne langfristig bleiben, mir gefällt es hier richtig gut. Ich bin Antonia, ich bin 21 Jahre alt, ich arbeite in Wäscherei Meier in Bad Iburg. Also ich falte in Wäscherei Meier, ich scanne, ich sortiere die Wäsche. Hallo, ich bin Tanja Sudhaus, ich bin Integrationsbegleiterin bei Arbeit inklusiv und ich begleite Antonia an ihrem Arbeitsplatz in der Wäscherei. Wir von Arbeit inklusiv suchen mit euch gemeinsam einen Arbeitsplatz, den ihr gut erreichen könnt, der vielleicht auch in der Nähe von eurem Zuhause ist. Und wenn ihr Unterstützung benötigt, helfen wir euch beim Busfahren. Wir schauen uns gemeinsam den Busfahrplan an und schauen, welche Linien ihr nehmen müsst und fahren dann auch gemeinsam mit dem Bus zur Arbeit. Die meisten unserer Klienten beginnen den Berufsbildungsbereich in einer Werkstatt. Antonia hat ihren Berufsbildungsbereich direkt in der Wäscherei begonnen. Das nennen wir betrieblichen Berufsbildungsbereich. Also ich will in Textilmeier arbeiten und mein eigenes Geld verdienen.
Ich bin Josephine, bin 18 Jahre alt und ich arbeite hier auf dem Reiterhof Fortmann und ich arbeite hier schon seit August 2020. Ich misse hier Boxen aus und ich bringe Pferde in die Boxen und ich fege hier. Ich habe hier meinen Traumjob. Ich habe immer schon davon geträumt, mit Pferden zusammenzuarbeiten und jetzt habe ich meinen Traum erfüllt. Hallo, ich bin Maren Buller und eine von 11 Integrationsbegleitungen bei Arbeit Inklusiv. Wir suchen wohnortnah einen passenden Betrieb für dich, um ein Praktikum zu absolvieren und dich dort zu qualifizieren. Wenn du motiviert bist, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu arbeiten. Wenn du zuverlässig und flexibel bist. Wenn du teamfähig und lernbereit bist. Dann freuen wir uns, dich bei deiner beruflichen Zukunft zu unterstützen.